Liebe Freunde, hier ist euer Steinwald. Wir sind zurück mit Heinrich hier am Kloster Sasau. Wir sind verabredet nach Sonnenuntergang. Ich glaube, wir haben es noch nicht nach Sonnenuntergang. Zumindest wenn ich hier diese grafische Darstellung recht interpretiere. Deswegen werde ich nochmal ein Stündchen lesen. Und dann sollte es doch hoffentlich soweit sein. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Aber erstmal gucken wir nochmal hier das Buch an. Genau. Also lasst uns da nochmal eine Stunde. Dann haben wir 98%. Ja. Fast ein bisschen ärgerlich, ne? Aber 2 Stunden wären mir jetzt ein bisschen zu heikel. Na, mal sehen. Okay. Gut. So, jetzt sollte es doch möglich sein. Wir werden mal die Fackel anmachen. Und dann schauen wir mal. Hier wird tatsächlich auch noch in der Dunkelheit gearbeitet. Das finde ich merkwürdig. Aber hier ist ja auch so einiges merkwürdig. Da oben brennt Licht. Hier unten ist niemand jetzt. Oh. Okay. Wow. Das war ein Anschlag. Aber Heinrich ist ziemlich cool geblieben. So, jetzt müssen wir aber einiges da hoch. Wer war das? Wer steckt dahinter? Das ist die große Frage. Das ist ja ziemlich fett, was hier gerade gelaufen ist. Das ist ja so eine Art Steinschlag-Mafia, die die Leute immer auf dieselbe Art und Weise erledigen wollen. Offenbar sind wir hier wirklich nah dran, wenn die Drahtzieher schon so viel Schiss haben, dass sie uns auch hier ausschalten mögen. Aber mit uns nicht. Wir sind zwar jetzt nicht wirklich gut gerüstet, aber ein Schwert haben wir dennoch dabei. Und der da, den wir eben sahen, der sah auch nicht wirklich gut gerüstet aus. So, wollen wir mal gucken. Hier kennen wir uns ja schon wirklich gut aus. So, wir sind oben. Wer ist hier? Da! Okay, du willst boxen. Ja, da bist du jetzt an den Falschen gekommen, würde ich mal sagen. Ja, das war's. Töte mich nicht. Ich sag dir alles. Wer bist du? Ich bin nur ein Arbeiter. Er sagte, wenn ich mich um dich kümmere, erlässt er mir meine Schulden. Ich wollte nicht, aber er hat mich gezwungen. Wer? Wer schickt dich? Es war der Gehilfe des Baumeisters, der junge Smoler. Was? Der sollte doch eigentlich auch hier sein. Ist er nicht. Er ist mit ein paar Leuten zur Mühle, hat rausgefunden, dass Leszek sich dort versteckt. Mist. Okay. Was soll ich jetzt mit dir tun? Du wolltest mich umbringen. Ich habe absichtlich daneben geworfen. Ich wollte dir nur Angst machen und ihm dann sagen, ich habe verfehlt. Bitte töte mich nicht. Na gut, der Wurf war wirklich nicht sehr gezielt. Ich tue dir nichts. Über dein Schicksal wird das Klostergesetz entscheiden. Danke. So, und jetzt müssen wir zur Mühle. Welche Mühle eigentlich? Es war Smoler, der Lehrling des Baumeisters. Smoler? Woher weißt du das? Er schickte jemanden, den er dazu zwang, mich zu töten. Das ist eine ernste Anschuldigung. Wird der Handlanger Zeugnis ablegen? Ja, ich habe ihn hergeschafft. Er wird alles zugeben. Also gut, ich rede mit ihm. Und wenn er gesteht? Und das ist nicht alles. Smoler hat außerdem vor, Leszek zu töten, der sich in der Mühle versteckt hält. Dazu darf es nicht kommen. Ich schicke die Wachen. Ich hoffe nur, sie kommen rechtzeitig an. Okay. Da können wir vielleicht auch noch ein bisschen helfen. Welche Mühle dann jetzt? Ach, hier unten, die Mühle direkt hier. Gut, lasst uns dahin eilen. Mal so auf dem Weg nebenbei. Warum man jetzt für den Erfolg dieser Quest allerdings Geld kriegt, finde ich ein bisschen merkwürdig. Das hätte nicht sein müssen. Erfahrung, okay, aber Geld, was soll das? So, da sind die Wachen. Schaut mal, die sind auch auf dem Weg zur Mühle. Aber wir sind mit Pferd und können hoffentlich hier noch schneller irgendwie helfen. So, wo ist die Mühle? Da unten, glaube ich, ne? Sind wir richtig?
Nee, da ist sie. Verdammt, ich sehe da was. Da läuft jemand. Da! Da ist Smola. Dafür bezahlst du mit dem Leben. Okay. Ich würde sagen, wir versuchen ihn auch K.O. zu hauen, um ihn... Oh, kämpft er hier besser? Die anderen sind mit dem Schwert da. Aber ich würde ihn ungern töten. Ich möchte wissen, ob er jetzt selber auf die Idee gekommen ist oder ob noch jemand anders dahinter steht. Was passiert jetzt? Werden wir jetzt hier erschlagen? Die haben den getötet. Ey, Leute! Sag mal, seid ihr völlig bekloppt? Wir gucken kurz mal an, was er dabei hat. Ein Buch. Das Schwert ist wertvoll, okay. Das verzierte Hemd nehmen wir auch mal mit. Ist leicht. Und die grünen Beinlinge. Und außerdem gibt es zwei Schlüssel. Ja, aber das hilft uns nicht wirklich. Ich hätte ihn gerne verhört oder so. Das ist wirklich doof. So, und jetzt? Ich habe gesehen, wir sollen Divish berichten. Das heißt... Aber was ist mit Leshek? Der muss sich doch hier auch noch irgendwo rumtreiben. Ist er da hinten? Wer läuft da rum? Leshek, bist du das? Nee, ein Wächter nur. Wo könnte der denn jetzt sein? Wo könnte der sich versteckt haben? Im Dunkeln schwierig. Gehen wir mal einmal hier durch die Mühle. Die auch des Nachts arbeitet, ohne dass jemand dabei ist. Ist er vielleicht hier im Mühlgebäude? Leshek, wo bist du? Oh nein. Der hat ihn getötet. Wir konnten es nicht verhindern, Leute. Wenigstens er hätte uns noch ein bisschen mehr erzählen können, aber auch das ist scheinbar nicht möglich. Gut. Oh, der hat das gleiche Buch. Nehmen wir auch mit. Und die Jagdhandschuhe. Naja, es wird sich jemand anderes um ihn kümmern. Das ist ein bisschen unbefriedigend. Ich weiß nicht, hätten wir noch schneller sein können? Ich hatte das Gefühl, wir waren echt schnell. Wir waren geritten, wir waren noch vor den Wächtern hier. Tja, Leute. Na gut. Ich frage mich, ob wir trotzdem noch beim Steinbruch nach den Steinen fragen sollten. Ich denke, das können wir dennoch tun. Ne? Vielleicht kriegen wir ja noch Licht ins Dunkle bei dieser Geschichte. Gut, liebe Leute. Das wäre jetzt erstmal das. Wir werden jetzt den Schutz der Nacht ausnutzen, um noch was anderes zu tun. Nämlich, ihr werdet euch erinnern, wir hatten doch noch eine Diebstahlaufgabe. Wir wollten den Brokatstoff stehlen beim Schneider. Und ich finde, das ist jetzt eigentlich eine ganz gute Gelegenheit. Wir sind auch noch relativ fit, würde ich mal sagen. Und wir haben... Warte mal, aber das können wir erstmal gucken. Wir haben, glaube ich, auch nochmal wieder einen Spezialisierungspunkt bekommen für Redekunst, wo wir jetzt schon 16 sind. Das ist ja Wahnsinn. Und wir können hier noch was einsetzen. Verlässliche Hehler. Händler sind eher gewillt, gestohlene Ware abzukaufen. Silberkunst. Bonus beim Feilschen oder letztes Angebot. Tja. Gut, das sind auch die letzten Sachen, die wir hier nehmen können. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal Silberzunge. Das heißt, wir können ein bisschen mehr rausholen und verdienen dadurch am Ende mehr. Sicher nicht das Schlechteste. Ah, verdammt. Gut, wo ist denn der Schneider jetzt? Wo müssen wir uns hinbegeben? Hier ganz ans Ende. Ich sollte vielleicht auch die Quest mal einloggen. Beziehungsweise erstmal eine andere auslocken. Nehmen wir mal Steinschlag weg. Und diebischer Müller Simon. Genau. Dieb! Dieb! Boah, schon wieder ein Dieb. Das ist jetzt eine gewisse paradoxe Situation. Ich meinte, wir sind ja hier auch nicht gerade in hehren Absichten unterwegs. Da lassen wir uns jetzt auch nicht von ablenken. So, wo war der Schneider jetzt hier hinten irgendwo? Hier. So, wir sollten uns vielleicht nicht über den Haupteingang nähern.
Ich werde jetzt mal die Fackel ausmachen und mich dann irgendwo im Schweinestall irgendwie ein bisschen umziehen, dass ich unauffälliger hier daherkomme. Vielleicht warten wir auch noch eine Stunde. Nutzen wir mal hier diese geschützte Stelle. Gut. Wir können die Sachen auch mal noch in die Satteltasche tun, die wir hier nicht benötigen. Die wir gestohlen haben. Aber erstmal vor allem unauffällig kleiden. Nee, ohne ist sogar noch besser. Der kommt natürlich raus. Das Ding ist aber unauffällig sehr gut. Die Lederhandschuhe. Sichtbarkeit ist tatsächlich mit Handschuhen geringer. Okay. So, dann natürlich die leise Treter. Unauffälliger können wir im Moment nicht sein, so wie es aussieht. Gut, dann werden wir so diesen Einbruch jetzt beginnen. Wir haben doch so viele Tränke. Wir können doch mal, wo wir jetzt schon mal so eine Quest haben, können wir doch auch mal so einen Trank nehmen. Da hatten wir doch einige bekommen. Schützentrunk? Oder haben wir jetzt von dieser Sorte keine? Wir gucken mal ins Pferdeinventar, ob wir da irgendwas platziert hatten. Trank des Baden? Nee, tatsächlich. Den haben wir nicht, den wir jetzt hier gerade brauchen. Na gut, es ist wie es ist. Wir kriegen das auch so hin. So, wir nähern uns mal von hinten über den Garten. Wo war jetzt nochmal das Haus? Hier vorne, glaube ich. So. Wie spät haben wir es jetzt? 0 Uhr. 0 Uhr ist irgendwie keine so gute Zeit. Wisst ihr was? Wir werden noch mal eine Stunde warten. Null Uhr gefällt mir nicht. 1 Uhr ist irgendwie besser. Warum auch immer. So. Jetzt geht's los. Dass da immer noch so das Licht brennt. Wo könnte das jetzt sein? Ach, schaut mal, jetzt sind wir im richtigen Bereich. Sieht irgendwie so aus wie Brokatstoff, ist es aber nicht. Leichte Truhe kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, aber wo wir schon mal sind, machen wir das. Nee, das ist nur blödes Leder. Brauchen wir nicht. Okay, dann scheint das hier nicht zu sein, oder? Möglicherweise ein Raum höher. Ich gucke einfach nochmal sicherheitshalber hier lang. Ach nee, da müssten wir ein Schloss knacken. Schweres Schloss, um hier reinzukommen. Ist jetzt ein bisschen blöd, ne? Ich mach's trotzdem mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Questlog das jetzt richtig anzeigt. Ja, toll, hier ist stockdüster. Okay, das ist nur so ein blöder Vorratsraum. Nee, ich glaube, ich bin hier total falsch. Wir gehen lieber nach oben. Vorsichtig. Verdammt, hier ist jemand. Das ist die Ladenwache, Leute. Den werde ich mal umhauen. Okay. Hat er möglicherweise einen Schlüssel? Groschen hat er.
alles Mögliche zu essen dabei, aber kein Schlüssel. Das wäre jetzt eigentlich ganz cool. So, hier ist eine Tür. Schwer. Warum geht das jetzt nicht? Verdammt! Wer kommt da? Alter! Wieso ist er denn wach? Wer ist denn da oben, ey? Das kann doch nicht wahr sein. Aber wir wurden nicht gesehen. Wir wurden nicht gesehen, Leute. Wir können es nochmal probieren. Ich würde mal sagen, wir warten nochmal eine Stunde. Und wenn das dann auch nicht klappt... Tja. Wer ist denn da um die Zeit noch wach? Das kann doch nicht wahr sein. Ist das der Schneider oder was? Was macht der? Okay, dieser Einbruch scheint mir schwieriger zu sein als gedacht. Zumal ich auch noch überhaupt keine Peilung habe, wo ich das finden soll. So. Schaut mal, da ist auch eine Außentreppe. Ich weiß nicht, ob ihr sie jetzt seht hier. Die könnten wir auch mal probieren. Okay, da schlafen die beiden. Die Tür ist wieder zu. Wer ist denn da jetzt gekommen eben? Was ist das für eine Show gewesen? Das wird vermutlich das Ehepaar, das Schneider-Ehepaar sein. Gut, Schlösser knacken, nächste Stufe erreicht, auch gut. So, jetzt vorsichtig hier. Ich meinte, vielleicht ist es oben. Vielleicht ist es hier. Schwierig. Oder wir werden ihn auch umhauen und gucken, ob er den Schlüssel dabei hat. Das ist auch eine große Kunst, jemanden so in den Schlaf zu versetzen, ohne ihn zu töten. Tatsächlich, er hat die Schlüssel. Das macht die Sache jetzt, glaube ich, sehr viel einfacher. Ich werde erstmal diese Tür wieder schließen. Und jetzt müssen wir uns hier nochmal... So, wir können aufschließen. Hier ist alles Mögliche drin. Eigentlich das, was wir suchen. Ei, das ist viel zu laut. Die Frau wacht noch auf. Ach, hier müssen wir das Schloss knacken. Versuchen wir es. Geschafft. Hier ist nichts drin. Ich lach mich tot, ey. Kann nicht wahr sein. Wo ist das Zeug? Wir gehen mal hier hoch. Stockduster. Leute, wo haben die diesen Brokatstoff versteckt? Das kann doch nicht wahr sein. Ich werde bekloppt. Also ich meinte, er hat uns im unteren Zimmer angezeigt, dass wir da richtig sind. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe das Gefühl, wir sind hier auf der falschen Fährte. Was ist denn da hinten noch? Schloss knacken sehr leicht. Wo geht das denn auch hin? Ah, das ist auch nur ein Kleiderschrank. Okay, also hier haben wir, glaube ich, jetzt alles abgesucht. Ich frage mich, ist der noch ohnmächtig? Nee, der schläft. Den hauen wir nochmal um. Das zweite Mal in dieser Nacht. Ja, aber Leute, das kann doch nicht sein. Irgendwas stimmt hier nicht. Hau drauf. So heißt er. Vorhin hieß der noch Ladenwache, oder?
Irgendwas ist hier gar nicht richtig. Wir müssen nochmal runter. Ich glaube, wir sind hier falsch. Wer ist das denn? Das ist die Ladenwache. Okay. Auch umhauen. Denn war das der Typ, der uns vorhin überrascht hatte? Haben wir den jetzt getötet? Verdammt. Das war nicht meine Absicht. Auch das ist nicht meine Absicht. Ich wollte einfach nur die Fackel wegstecken. Oh Gott, das wird hier immer schlimmer. Das wird hier immer schlimmer, was wir tun. Leute, guck mal. Hier zeigt das Questlog an, dass wir hier richtig sind. Da oben meine ich diese Anzeige. Aber hier ist kein Brokat. Will der mich verkohlen? Gibt es hier noch irgendwie einen geheimen Ort, eine geheime Klappe zu finden? Ich meine, der Stoff liegt hier, ne? Aber das ist das nicht. Okay, Leute. Das ist jetzt unbefriedigend. Echt unbefriedigend. Wir richten hier so viel Unheil an und kommen da noch nicht mal zum Ziel. Ah, hier. Ich schließe mal die Tür und lasse die Fackel an. So, hier könnte es sein. Hier könnte es sein. Sehr schwer, alles sehr schwer. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich sehr schwer schon kann. Zu kompliziert, sagt er mir. Das, zu kompliziert. Ich glaube, dann hat es auch keinen Sinn, das zu probieren, oder? Ich kann es ja mal einmal machen, ne? Ich hoffe, da wacht jetzt niemand da oben auf. Vielleicht geht es ja trotzdem. Nee. Sofort fehlgeschlagen. Auch zu kompliziert. Alles zu kompliziert. Ist die Sache echt noch zu schwierig für uns? Das überrascht mich jetzt. Gut, dann müssen wir das auf später verschieben. Und wir haben jetzt irgendwie so einen Typen auf dem Gewissen. Es war nur die Ladenwache. Ja. Aber trotzdem kein so gutes Gefühl, ehrlich gesagt. Was für ein komischer Beutezug. Ich weiß nicht, wie viel... Was haben wir denn jetzt eigentlich für einen Wert hier bei Schlösserknacken? Ach, das ist noch nicht wirklich toll, ne? Das Problem ist, das finde ich, das finde ich wirklich ein bisschen doof. Das ist der einzige Bereich, wo ich das Gefühl habe, dass man hier irgendwie so grinden müsste. Dass man jetzt einfach hier immer zu irgendwelche Schlösser knacken müsste, um den Wert hochzukriegen. Finde ich ein bisschen doof eigentlich. Wie auch immer. Also. Gott schütze dich, Heinrich. Ja, dich auch. Frag mich bloß nicht, was ich hier gerade mache. Ist schon morgen? Boah, es ist gleich beginnt der Morgen. Und die werden eine böse Überraschung erleben, denn ihre Ladenwache ist erledigt worden. Ein Mord. Aber wir waschen unsere Hände in Unschuld. Tja, Leute, was machen wir denn jetzt? Ich würde mal sagen, wir pennen jetzt noch 2-3 Stunden. Und dann ging es hier rüber? Nein. Und dann machen wir uns mal auf zu dem Kumanen. Und werden mal schauen, wo der uns hinführt. Ne? Ob der uns zu seiner Beute führt. Ich vermute ja so ein bisschen, dass das ein Hinterhalt ist. Aber wir werden vorbereitet sein. Das ist auf jeden Fall klar. So, hier sind auch schon alle auf. Was wir auf jeden Fall noch machen werden, wir werden noch dieses Buch ganz schnell nochmal zu Ende lesen. Dieses Stärkebuch, dann ist das nämlich auch durch. Halt. So, wo haben wir das? Da, Herkules. Eine Stunde, dann müsste das gegessen sein. Genau, bis um 6 und dann schaut mal, unsere Energie ist noch relativ hoch, muss ich mal sagen. Also wir sind kaum müde zu bekommen. Aber 3 Stunden Schlaf, würde ich sagen, gönnen wir uns.
Und vielleicht sollten wir dann vorher auch nochmal kurz ins Kloster und nochmal dem Baumeister Bescheid geben, was da mit seinem Hilfsarbeiter los war. So, schlafen. 3 Stunden. Und ich würde sagen, eine gute Gelegenheit, mich jetzt hier zu verabschieden. Alles Weitere machen wir dann in der nächsten Folge. Und tja, diese Diebstahl-Quest, da sind wir wohl noch nicht gut genug. Falls ich mal wieder irgendwas übersehen hatte, sagt mir es bitte nicht, denn ich werde es mit Sicherheit nochmal im späteren Verlauf versuchen, wenn ich sehr schwere Schlösser knacken kann irgendwann, falls wir da hinkommen sollten. Müssen wir mal sehen. Gut, der nächste Tag bricht an und wir machen dann das nächste Mal weiter. Also bis dann, macht's gut, euer Steinwalden.